Honey und Money, mehr als beste Freunde. Aufgepasst, diese Zwillinge haben es faustdick hinter den Ohren, sind nicht zu bremsen und lassen es öfter mal ordentlich krachen. Eigenschaften, mit denen sich doch sicher auch die beiden Hauptdarstellerinnen identifizieren können, oder? Wir sind beide schon ziemlich aufgeweckt und beides auch so eher so tendieren zu Honey, aber ja, sie dann ist trotzdem ein bisschen frech. Genau, dann ist sie eher die Nanny. Für ihren Filmvater Sascha Vollmer ist das jedenfalls kein Problem. Ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter. Gespielt von Jessica Schwarz, die von den Streichen ihrer Mädels gar nicht begeistert ist. Aber wie reagieren die zwei eigentlich selbst, wenn der eigene Nachwuchs zu viele Flausen im Kopf hat? Ich glaube, man darf den Humor nicht verlieren. Man darf, ich bin, glaube ich, schon auch manchmal einfach streng, ne, weil ich auch sage, es muss irgendwo so ein paar Grundregeln irgendwie geben. Die haben schon sehr viel Freiraum. Schule ist wichtig, aber ich stehe nicht hinter ihrem Rücken und mache die ganze Zeit so, so, so. Im Film beschließen sie, Honey und Nanny allerdings deshalb in ein Internat zu stecken. Eine Entscheidung, von der die Zwillinge zunächst gar nicht begeistert sind, die aber auch für Laila und Rosa ziemlich gewöhnungsbedürftig wäre. Ich könnte es mir irgendwie nicht so vorstellen, so weit von zu Hause weg zu sein, weil ich liebe meine Eltern über alles. Also, aber so ein kleiner Trost sozusagen, wenn ich jetzt wirklich müsste, so ein kleiner Trost wäre dann, dass meine Schwester mit dabei wäre. Also ja. Man ist auf einmal so für sich selber verantwortlich, ja. Man muss irgendwie Zimmer aufräumen, Betten machen, fremde Menschen sind um einen rum. Man kann sich nicht einfach irgendwie ausruhen auf dem, was Mutti und Vati immer gemacht haben für einen. Darum versuchen die Geschwister alles, um von dort möglichst schnell wieder wegzukommen. Und zwar mit Methoden, bei denen neben den Lehrern auch ihre Mitschüler nicht verschont werden. Streiche, die den echten Zwillingen ebenfalls bekannt vorkommen? Also, das haben wir schon mal gemacht, aber nicht so bei in der Schule oder so, sondern nur so bei Verwandten, auch unseren Eltern, aber das klappt dann irgendwie nicht so gut. Allerdings geht der Plan schief, denn die Lehrer nehmen ihre Versuche, sich unbeliebt zu machen, mit Humor. Allen voran Madame Berthou, eine ziemlich abgedrehte Französischlehrerin, die von Katharina Thalbach verkörpert wird. Die Madame Berthou ist ein spätes Mädchen und sie ist immer sehr verwirrt. Und sie ist auch sehr, sehr sensible, sie ist sehr sensibel. Aber sie liebt die Mädchen wahnsinnig. Es gibt bei uns auch so ein paar crazy Lehrer, aber die zeichnet halt aus, dass sie sehr lustig sind. Ja. Das ist halt schön. Die haben dann immer ein gutes Herz, sag ich jetzt mal. Die sind immer sehr lustig und positiv eingestellt. Ja. Doch als Nanny eines Tages auf den widerspenstigen Hengst Pegasus aufmerksam wird, ändert sich ihre Einstellung zum Internat. Ihre Schwester Honey ist davon jedoch gar nicht begeistert. Was ist denn los mit dir? Setz dich doch rüber zu Bibi und Tina. Es ist so, dass wir uns auch manchmal streiten, aber wenn wir uns streiten, dann sind wir jetzt nicht so, dass wir so ganz in andere Gruppen gehen und so ganz verschieden sind und uns nicht mal mehr ansprechen. Also das ist dann so ein Streit, das handelt sich dann um 5 Minuten und dann ist alles sowieso wieder, dann verstehen wir uns sowieso wieder. Nanny muss Honey also davon überzeugen, dass der Aufenthalt im Internat auch seine positiven Seiten hat. Denn die beiden erwarten dort noch einige Herausforderungen, die nur mit vereinten Kräften gelöst werden können. Aber damit kennen sich die Zwillinge ja bestens aus. Was mich an Honey sehr fasziniert ist, dass sie ist ja trotzdem außen, also von außen her ziemlich frech und setzt sich auch gut durch. Aber im Inneren ist sie ja trotzdem immer so, hat auch einen weichen Kern. Was ich an Nanny cool finde, dass sie so eine Person ist, wo man weiß, die ist eigentlich so verletzlich, die ist eigentlich zurückhaltend und dann merkt man aber so während des Films so, sie ist eine Person, die auch aus sich rauskommen kann, also die auch meine eigene Meinung hat. Positive Eigenschaften, die wohl der Hauptgrund waren, weshalb Laila und Rosa Meinecke die Dreharbeiten so großen Spaß gemacht haben. Aber nicht nur deshalb. Es war schon schön, in so einem Schloss ja schon so zu drehen, das war schon spannend auch. Ja. Eine Begeisterung, von der sich auch YouTuberin Faye Montana und Lukas Reiber, die im Film in einer kleinen Rolle zu sehen sind, haben anstecken lassen. Es hat natürlich Spaß gemacht, weil immer bunt und wild und so. Wir waren wie eine ganze Familie. Wir hätten nie gedacht, dass das irgendwie klappt, weil wir sind alle komplett verschieden, ganz andere Menschen. Aber zusammen sind wir irgendwie so ein richtiges Team. Und darum sind am Set sogar echte Freundschaften entstanden. Das war unfassbar. Also die sind wirklich eine richtige Gang geworden und verstehen sich sehr, sehr gut und treffen sich auch jetzt noch. Wir waren 24 Stunden aufeinander im selben Hotel, wir sind abends essen gegangen und wenn wir uns einen Tag nicht gesehen haben, waren wir schon direkt wieder traurig und wollten uns wieder sehen.
Und deswegen war das total cool am Set, weil man hat sich auch wohl umeinander rumgefühlt und so. Bei Hanni und Nanni mehr als beste Freunde erwartet uns also ein spannendes Abenteuer mit guter Laune-Garantie, aber auch mit viel Musik, das nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen garantiert für ein unvergessliches Kinoerlebnis sorgen wird. Hanni und Nanni, mehr als beste Freunde, jetzt im Kino.